Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 7 Tage hat die Woche. Und genau darum geht es heute. Nicht um die Tage der Woche, sondern eher um die Zahl 7. Ich könnte auch sagen, 7 auf einen Streich. Zack. Ha, genial. Na? Auch wieder die 7. Und die 7 ist eine ganz besondere Zahl, denn sie steht für die Spiritualität. Aber damit sind wir erst am Anfang. Ja, ja. Sei mir ganz herzlich gegrüßt und wir grüßen wieder ganz herzlich in den hohen Norden Saskia Horn, unsere Musikerin und Numerologin, die dieses beides wunderbar in Verbindung bringt. Und es geht also heute um die Klangzahl 7. Saskia, moin, wie geht das dich? Ja, gut. Es geht gut, gut. Gerdert, ja moin Andreas und moin ihr da draußen. Hallo, sagt man ja normal in Deutschland. Moin ist bei uns guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und manchmal auch guten Nacht. Ja, die 7, wie du schon sagtest, sehr spirituell in der Tat. Wenn wir uns die Zahlenreihe 1 bis 9, die ich schon in den vergangenen Sendungen immer wieder erwähnte, die pythagoreische Zahlenreihe 1 bis 9 mal anschauen, dann können wir das in eine jeweilige Dreiergruppe einteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir befinden uns also jetzt im letzten Teil dieser Zahlenreihe 7, 8, 9. Und die letzten Zahlen der pythagoreischen Reihe sind in der Tat mit immer mehr Zahlen auch bestückt, denn die 7 hat 7 Zahlen von 1 bis 7 in sich. Die 7 steht für das Thema Heilung, aber wir setzen das Wort selbst davor. Denn zunächst einmal ist es so, es geht hier um die Lebensaufgabe, die sich aus dem Geburtsdatum speist. Und wenn zum Beispiel ein Geburtsdatum, der 2.3.1973, wenn ich den so lange addiere, bis ich eine einstellige Zahl erreiche, dann habe ich 25 gleich 7 addiert. Und das bedeutet, dass derjenige, der eine 7er Lebensaufgabe hat, zunächst einmal mit dem Thema Selbstheilung, Selbstüberwindung, ja, Selbstgerechtigkeit und alles Mögliche, was mit diesem Thema selbst zusammenhängt, bedeutet, dass ich es mir selbst, wenn ich eine 7er Lebensaufgabe hätte, mir selbst das zollen darf, bevor ich dann andere sozusagen heile oder sie in die Erkenntnisse bringe oder Impulse gebe. Nur so funktioniert dieser Weg. Und das ist es, was 7er Lebenspläne lernen dürfen. Denn diese Lebensaufgaben und ja, Lebenspläne haben ja ganz viel mit dem Thema Lernen und dann irgendwann vielleicht im weitesten Sinne auch Lehren zu tun. Die 7, das sind vor allem, ja, was sind das für Menschen? Das sind Forscher, das sind Visionäre. Das sind Menschen, die sehr optimistisch zum Teil auch veranlagt sind, sehr souverän. Sie haben sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Und was besonders wichtig ist, wenn jemand einen 7er Lebensplan hat, derjenige muss seine Erfahrungen machen. Denn ich könnte dem jetzt erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt. Dann würde der denken, ja, das kann ja alles sein. Aber ich möchte das erstmal selber erfahren und spüren. Bei diesen Menschen ist es tatsächlich so, dass die so eine eingebaute Ablehnung in sich haben. Das heißt, so nach dem Motto, Moment mal, ich schaue mir das lieber erstmal selber an und dann erfahre ich das vielleicht. Dann stelle ich fest, okay, das stimmt, was diejenige oder derjenige erzählt hat. Und jetzt kann ich es auch für mich selbst anerkennen und akzeptieren. Aber wenn das nicht eintritt, dann glauben die das auch nicht. Und dann kannst du denen sonst was erzählen, das wird nichts. Also ihr beißt sozusagen auf Granit bei so jemand. Und ich weiß und spreche sehr stark aus eigener Erfahrung, weil ich habe durchaus eine Reihe von, so ich habe sogar einen 7er, nee, 2 sogar Studenten, die bei mir sich ausbilden lassen. Und da muss ich gerade dran denken, wie unglaublich, ja, teilweise schwierig das ganze Thema ist, wenn man Dinge erzählt und die so sagen, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht, das ist überhaupt, das so ist und so. Das ist natürlich dann nicht so ganz einfach. Aber was hat das für sich, wenn man
weiß, dass man diese Erfahrungen machen muss, selbst machen muss. Ich sagte, wir sollten bei der Lebensaufgabe 7 unbedingt das Wörtchen selbst voranstellen. Denn diese Menschen müssen tatsächlich lernen, dass sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, die sie im Leben und im Alltag, im Beruf überall machen, dass es dahin führt, dass sie andere möglicherweise in ihre Heilwirkung oder ich möchte nicht sagen heilen können, weil das geht nicht. Ich kann nicht jemanden heilen oder derjenige kann auch nicht jemanden heilen, sondern wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass alle sich selber heilen können und diese Impulse, diese Trigger, dass entsprechend das tut, wie eine Akupunkturnadel sozusagen, die dann die Heilkräfte desjenigen in Gang setzt. Dafür sind die geboren. Das ist im Grunde eine 7er Lebensaufgabe, hat immer mit dem Thema Selbstheilung und Heilung zu tun. Und da sind sie grandios. Also sie sind wirklich dafür geboren. Das ist ganz spannend. Und im weitesten Sinne tun die das auch alle. Egal, ob sie jetzt nun Medizin studiert haben oder nicht. Oder ob sie Therapie oder was weiß ich, Physiotherapie oder Ergotherapie oder sonstiges. Selbst Lehrer, wenn das Pädagogen sind, sind die immer sehr prägend und impulsgebend, stehen sie dort auf der sogenannten Bühne. Und das ist ganz spannend zu beobachten bei den Menschen. Klar ist, dass sie an dieser Lebensaufgabe nicht mehr vorbeikommen. Man kann sich ja manchmal so nebenher winden und so nach dem Motto, manchmal winden sie sich auch alle wie die Aale und kommen nicht auf den Punkt und fragen auch dauernd immer, Mensch, ich weiß gar nicht und mein Weg und hin und her und dieses und jenes. Dabei liegt er so klar und deutlich vor einem, aber sie laufen immer drumherum und dran vorbei und wollen einfach nicht tatsächlich in diesen Kern gehen. Ja, gut, zugegeben, ist es vielleicht manchmal auch nicht so einfach. Ja, ihr merkt, ich habe so einiges zu erzählen bei der 7, bei den Menschen, die einen 7er Lebensplan haben, weil je spiritueller letztlich auch die Schwingung wird, letztlich sind alle Zahlen spirituelle Zahlen. Ja, man kann also nicht sagen, die ist mehr, die nicht. Aber es ist so, je mehr Zahlen innerhalb einer Zahl vorhanden sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es ja letztlich auch, vor allem sehr vordergründig. Manche müssen viel mehr graben, um dann auch an die entsprechenden Dinge zu kommen. Aber bei einem 7er, 8er oder 9er Plan ist das nun mal so, dass die schon mal sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Das ist eine Herausforderung, wenn man so viele Möglichkeiten hat, weil man neigt dazu, sich schnell zu verzetteln. Da reinzuspüren, da und da und da. Es beginnt also schon mit der 5, wie ich das, glaube ich, in der vergangenen Sendung dann auch gesagt habe, dass das mit dem Thema Verzettelei ganz schön ein Thema werden kann, wenn man merkt, dass man da so zu viele Baustellen da irgendwo hat und nichts richtig zu Ende bringt oder abschließen kann. Lange Rede, die 7. Wir wollen ja hier nicht in die Lebensaufgabe so tief reingehen, sondern es geht ja letztlich um die Klangzahl 7. Das heißt, wir brauchen auch immer noch, ganz wichtig, den Namen eines Menschen. Und wenn ich das Potenzial eines Menschen erfassen will, in seiner Gänze, in seiner Gesamtheit, brauche ich den gesamten Namen und errechne das auch. Und das Alphabet wird mit der Zahlenreihe 1 bis 9 durchnummeriert. So haben wir es ja öfters schon, habe ich es öfters schon erwähnt. Die Grafik erscheint dann auch immer wieder, dass das Alphabet pro Buchstabe sozusagen trägt es eine 1, eine 2, eine 3, fängt bei A an und so weiter. Das seht ihr dann. Das ist auch ganz einfach zu verstehen. Und letztlich aus dem Potenzial, die Zahl, die sich da ergibt, die Lebensaufgabe, die sich ergibt, addiere ich und erhalte dann die 7 als Klangzahl oder wie es in der alten Numerologie ja heißt, Schicksalszahl. Und wenn wir eine 7er Klangzahl haben, wie komme ich dann zu dem Ton? Auch das ist kein großes Hexenwerk, vor allem erstmal jetzt nicht in dem europäischen Kulturraum, wo ihr mittlerweile schon in den vergangenen Sendungen gelernt habt, dass A, die Grundtonalität unseres europäischen und deutschen Kulturraumes ist. Und von dem A aus, wenn das dann bei demjenigen so ist mit der Klangzahl 7, das muss ich immer bei jedem Menschen und jedem Lebewesen neu überprüfen, ob ich mich wirklich auf das A beziehen kann. Da können also Überraschungen entstehen und ich kann mich eben nicht auf A beziehen, sondern vielleicht auf C oder auf F oder wie auch immer, da wir verschiedene Urtonalitäten und Urtonleitern haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dieser Baustein, denn sonst ist es nicht mehr stimmig und dann geht der Mensch auch nicht in Resonanz mit dem Ton, den ich da vielleicht fälschlicherweise ermitteln würde. Somit ist das eine wichtige Geschichte. In diesem Fall mache ich es jetzt mal allgemein vom Ton A, weil wir sitzen ja nun mal in Deutschland. Und 7 klingende Töne bedeutet in Halbtonschritten aufwärts. A, B, H, C, D, S wäre der 7. Ton zu A.
Das heißt, ja, ihr wisst es schon und ahnt es schon, die Musik, die ich für die Klangzahl 7, für diese Heilerzahl, nennen wir sie ruhig mal so, weil das Thema Selbstheilung ist hier ein ganz großes Thema, in den eigenen Heilerraum sozusagen hineinzukommen. Das kann man ganz wunderbar mit Hilfe dieses Tones, der S in diesem Fall jetzt heißt, wenn ich mich auf A beziehe. Und S-Dur ist die Tonart gewesen, in der ich dass diese Musik jetzt ganz speziell für euch eingespielt habe. Es ist Premiere. Diese Musik gibt es nur hier auf Delfin TV im Moment. Und ja, ihr könnt euch freuen, könnt euch zurücklehnen und genießt die Klänge, die ich für euch eingespielt habe, für die Klangzahl 7. Und ich übergebe wie immer das Wort an Andreas. Danke, liebe Saskia. Wieder so wundervolle Informationen heute zu dieser schönen Zahl 7. Kurze Info, wenn du oben, ich muss selbst mal gucken, so da oben in die Ecke guckst, rechts oben, da ist immer so ein kleines I, genau, Saskia zeigt es auch, Dankeschön. Wenn du da draufklickst, dann kannst du dir auch die Folge 1 angucken, weil da hat Saskia ganz viel zur Numerologie erklärt. Das haben wir jetzt in den einzelnen Videos für die einzelnen Zahlen sehr, sehr gestrafft, weil es reicht, wenn es einmal erzählt ist und du kannst dir nach dem Video dann das Video dort anschauen. Im Abspann wirst du dann auch noch die Playlist finden, wo dann alle Videos von Saskia drin vereint sind. Und jetzt wollen wir uns diese wunderschöne Musik zur Zahl 7 anhören. Dazu sagen Saskia und ich schon mal Tschüss, wir lassen die Musik dann wirklich bis zum Ende durchlaufen, wünschen dir wieder ganz viel Erfolg dabei. Und hör dir die Musik so oft an, wie du möchtest. Du kannst das Video immer wieder anschauen, zum einen für die numerologischen Informationen und zum anderen, um wieder in diese Zahl 7 einzutauchen. Gilt natürlich für alle anderen, auch wenn du merkst, dass eine Zahl gerade bei dir präsent ist. Gut, die Saskia und ich, wir wünschen dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.